und gesehen sehen lässt. Das macht man natürlich auch mit Kunst und Kultur. Und in diesem Fall fangen wir an mit ein neu gegründetes Orchester. Sie sind erst seit 3 Monaten zusammen und nennen sich Grellmann. Und heute die Premiere in Eutin, auf die Eutiner Festspiele. Sagt das richtig, Leo? Ja. Genießen Sie einen ersten Einblick in diesen wahnsinnigen Orchester. Und meine Damen und Herren, ich habe mich vorhin kurz unterhalten. Und natürlich einen postechten Stargeiger, den werden Sie ab und zu mal abends zu hören sehen. Also Matthias, Andreas, Bernadette, Jan, Sie kommen. Das ist einmal zu mir. Ja. Was bedeutet ARTdeFAK? ARTdeFAK ist eine Abkürzung, heißt eigentlich Fachschule für angewandte Kunst Heiligendamm. Fachschule für angewandte Kunst in Heiligendamm. Meine Damen und Herren, wenn man sich vorstellt, dass vier junge Maler vor langer Zeit, in den frühen 80er Jahren, entscheiden, sie wollen ihren Lebensinhalt mit der Kunst gestalten, dann geht man natürlich nach Heiligendamm, um dort Kunst zu studieren. Das war mir etwas fremd, muss ich sagen, ich hatte noch nie gehört von einer Kunsthochschule in Heiligendamm. Ich dachte Leipzig, Berlin, Moskau, Prag. Heiligendamm, eine kleine Stadt am Meer. Was war das Besondere an dieser Hochschule für euch? Das Besondere war, dass wir so wenig Studenten waren, dass es abseits von Schuss war, was in dieser Zeit unwichtig war. Es war vieles möglich, was an größeren Schulen überhaupt nicht gegangen wäre. Da wäre man gedanklich daran, dass man matrikuliert worden. Und es waren die Werkstätten immer offen. Wir haben dann gewohnt, wir haben dann zusammen gelebt, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben uns untereinander in den verschiedenen Sparten ausgetauscht und wir hatten 5 Minuten bis zum Start. 5 Minuten bis zum Start, das ist richtig.
Und zwar würde ich gerne